Es gibt ein schönes Zitat, das ich für meinen heutigen Besuch sehr passend finde. Das Leben ist bezaubernd, man muss es nur durch die richtige Brille sehen. Genau darum geht's heute. Ich suche mir meine passende Sonnenbrille und treffe dafür Inhaber Peter Meyer. Herzlich willkommen bei Optik Peter Meyer. Hallo Herr Meyer, einen wunderschönen guten Morgen. Grüße Sie. Ich freue mich hier zu sein. Ich fühle mich ja schon wie in der Großstadt, obwohl wir in Osnabrück sind. Ganz toller Laden. Was macht denn Ihr Sortiment so besonders? Marken sind nicht alles. Für uns zählen die besten Brillen der Welt. Mhm. Was macht eine Brille perfekt? Perfekt ist sie erst, wenn sie im Gesicht des Trägers ist. Die Perfektion macht die Form, die Farbe und das Material aus und die Qualität. Hier haben wir die Firma Makita, die erste Brille aus dem 3D-Drucker. Zeige ich Ihnen was anderes. Mhm. Rolf ist die erste Holzbrille, komplett Holz. Ah toll, auch ganz leicht. Genau. Das Scharnier ist selbst aus Holz und sie machen sogar Brillen aus Stein und Holz. Wunderschön, auch schöner Verkaufsstand hier. Prima. Celine, Frühstück bei Tiffany. Mhm, ein Must-Have, oder? Für jede Frau. Genau. Ganz toll, extravagant, modern. Retrospex gibt es nur 5-mal in ganz Deutschland. Eine Brille fürs Leben. Man kann jedes Ersatzteil wiederbekommen. Seit 1940 hat sich nichts verändert. Wow, ganz anderer Typ, Wahnsinn. Mhm. Wir machen aber auch Sonderanfertigung, Maßkonfektion. Hier haben wir unsere Brillen nach Maß, Osnabrück Eyewear. Mhm. Hier können Sie Ihre Brille nach Größe, Farbe und Form selbst gestalten. Toll. Herr Meyer, was macht denn eine perfekte Brille aus? Sie tragen Ihre Brille von 7 bis 23 Uhr, also 6000 Stunden im Jahr. Mhm. Jeden Tag mitten im Gesicht. Deswegen meine ich, eine Brille ist mehr als ein. Eine Sehhilfe ist eben alles. Mhm. Ganz toll, die muss passen. Herr Meyer, Sie sind seit 20 Jahren das erste Haus am Platz mit ausgezeichneten, erstklassigen Brillen. Was hat sich für Sie in den letzten Jahren geändert? Erstmal vielen Dank. Wir sind mit einem Mitarbeiter angefangen und sind jetzt 20, davon 5 Meister mit mir. Dadurch konnten wir uns weiterentwickeln in allen Bereichen unserer Firma. Ob das jetzt im Sonnenbrillenbereich ist, im Kinderbereich, jugendlichen Bereich, konnten wir uns weiterentwickeln. In der Refraktion, 3D-Refraktion, Erlebnisrefraktion, im Screening-Bereich und im Ausmessen der Brillengläser. Genauso wie auch im Kontaktlinsenbereich, wir haben einen großen Kontaktlinsenstudio bei uns. Dort haben wir Weichlinsen, Hartlinsen, Multifokallinsen und selbst Linsen, die man nachts trägt und tagsüber braucht man keine Brille und keine Linse mehr. Ah, das ist ja toll. Statt Lasern, wenn keiner eine Brille tragen möchte oder Linsen, geht das wunderbar. Herr Meyer, worauf kommt es Ihnen denn besonders an? Begeisterte Kunden ist für mich das einzig akzeptable Ergebnis unserer Arbeit. Der Weg dorthin ist, bedeutet sehr viel Know-how und Fingerspitzengefühl. Und dass man die Sehaufgaben er fragt bei dem Kunden, welche Sehaufgaben hat er, in welche Entfernung guckt er. Früher haben wir nur gelesen, heute sitzen wir viel vor dem PC, iPad und deswegen wird der Sehbereich von dem Lesebereich auf einmal auf einem Fernbereich genommen. Deswegen sind die modernen Nahkomfortgläser für unsere Kunden sehr attraktiv und angenehm. Mhm. Und wenn ich hier so durchgehe, sehe ich auch einige Brillen, die man ja sonst in Osnabrück nicht so leicht bekommt, oder? Genau, das machen wir schon seit der ersten Minute. Bei uns kann man sagen, sind 80% unserer Fassung werden Sie nirgendwo in Osnabrück finden oder im Raum in Osnabrück. Und da sind wir auch sehr stolz darauf. Sind aber stolz auf unser Familienunternehmen. Das leben wir mit unseren Mitarbeitern. Meine Frau macht es persönlich. Sie macht jeden Samstag
Frühstück für unsere Mitarbeiter, dass einige Mitarbeiter sogar sagen, sie arbeiten Samstag lieber. Das hört sich nach Wohlfühlatmosphäre an. Herr Meier, dann würde ich sagen, dann suchen wir doch jetzt für mich die perfekte Sonnenbrille aus. Gerne, ich bin bereit. Danke.